Es wird nicht so eine klassische Frontalpräsentation. Ich sage am Anfang ein bisschen was zu Joomla Deutschland Marketing. Wer sich da getroffen hat, was wir uns da überlegt haben. Und dann möchte ich eigentlich mit euch einsteigen in so eine kleine Diskussion, Session, wie auch immer wir das nennen. Ich bin Axel Hartmann, habe eine kleine Agentur in Norddeutschland und bin Teil dieses Joomla Deutschland Marketing Teams, was gar kein richtig offizielles bei Joomla.org im Organigramm vernetztes Team ist, sondern wir sind eigentlich eine Truppe gewesen von Marketinginteressierten, von Leuten, die was in die Hand nehmen wollten und haben uns das erste Mal Anfang Juli in Frankfurt getroffen, genau in dieser Besetzung, und haben überlegt, was können wir machen für Deutschland, marketingmäßig für Joomla, und haben ein paar Dinge ausgearbeitet, war ein ziemlich produktiver Tag, und einen kleinen Einblick wollte ich euch geben und einen Teil der Strategie wollte ich euch mit euch zusammen irgendwie erarbeiten, besprechen, Ideen sammeln. Wir sind nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben nochmal gesagt, was sind eigentlich die Zielgruppen unserer Marketingmaßnahmen, und haben das mal in Cluster aufgeteilt und sind genau auf diese Cluster gekommen. Also das ist jetzt auch keine große Überraschung oder nicht was wahnsinnig Neues. Schule, Vereine, Kreisfeuerwehren, Hilfsorganisationen, das sind ja so die typischen Grüppchen, die Websites aufsetzen und dann auch gerne eine Open Source CMS nutzen und das auch machen. Also es ist ja nicht umsonst so, dass Joomla auch so ein bisschen als das Vereins-Websites-System gesehen wird. Wir haben dann gesagt, wir müssen auch professionelle Webentwickler ansprechen, Agenturinhaber, Projektmanager, Auszubildende im Bereich Web, da eben auch nochmal Uni-FH und dann eben klar, das, wovon wir alle irgendwie leben, öffentliche Verwaltung, kleine mittlere Unternehmen, die eben dann Agenturen beauftragen, auch für ihre Unternehmenspräsentation eine Website zu erstellen. Wir sind da noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben, wer vielleicht diese Technik kennt, Personas. Wir haben tatsächlich richtige Personas angelegt, also Profile, wo wir sozusagen das runtergebrochen haben und dann wirklich gesagt haben, das ist die Person, das Geschlecht, das Alter, der Name, das sind ihre persönlichen Interessen. Das stelle ich euch jetzt nicht alles in aller Breite vor, können wir gerne mal so drüber sprechen, aber das jetzt alles nochmal runterzubeten hier, das wäre ein bisschen lang. Und wir haben ja noch ein Ziel. Wir haben gedacht, wie kann man es eigentlich so zusammenfassen? Also was ist eigentlich Joomla und wie beschreibt man es eigentlich am besten? Und wir sind an dem Tag zu dem Ergebnis gekommen, dass es eigentlich die Plattform für großartige Webseiten ist. Das würde es eigentlich am besten zusammenfassen. Es ist nicht ein fertiges System, es ist irgendwie etwas, wovon man startet. Und wir haben lange darüber diskutiert, ne? wie wir da hinkommen. Aber das war eigentlich das, worauf sich alle so einigen konnten. Und dann sind wir mal ins Thema reingegangen und haben das gemacht, was man klassischerweise macht, und eine SWOT-Analyse. Also wir haben mal überlegt, was sind eigentlich die Stärken, Schwächen, was sind die Chancen und was sind so die Bedrohungen. Und haben da ziemlich offen gesprochen, und vielleicht ist es ein eingeschränkter Blick, aber wir waren ja ein paar Leute, vielleicht ist es doch ein bisschen repräsentativ, ist vielleicht ein anderer Blick als das, was man international auf Joomla hat, aber das war das, was wir an dem Tag eben als große Stärken gesehen haben. Die Flexibilität, die große aktive Community natürlich, dieses Thema Erweiterung ist immer gefallen, dass wir halt einen Riesenmarkt an Erweiterung haben für Joomla, und das macht es eben so interessant, Open Source und kostenlos, das wisst ihr alles. Da gehe ich schnell durch. Aber was ist denn die Schwäche von Joomla? Und das war das, was wir so, ich habe schon ein paar Dinge wieder rausgenommen, weil die sich mittlerweile erledigt haben. Das ist auch ein Punkt, der fällt wahrscheinlich weg hier, Framework-Bindung an Bootstrap 2, dann ist es Bootstrap 4, aber was auch immer. Aber auf jeden Fall ist es irgendwie eine Bindung an ein Framework. Dann haben wir so gesammelt, was wir an Feedback bekommen von Kunden, von anderen Mitstreitern. Kommunikation ist halt manchmal schlecht, komplexe Konfiguration, die Content Creations sehr, sehr altbacken,
Das ist so ganz, ganz subjektiv, wenn man das mal so verfolgt, was bei Twitter im Wesentlichen abgeht zum Thema Joomla, dann hat man ja wirklich das Gefühl, ist so ein kleiner Battle manchmal. Das verfolgen vielleicht auch nicht alle, das verfolgen wir, aber deswegen ist es so ein Mix. Kunden kriegen das wahrscheinlich gar nicht mit. Was denn? Damit ist gemeint, du musst den richtigen Leuten folgen. Ich sag's mal vorsichtig, da wird oft an Kleinigkeiten ein Riesenfass aufgemacht, auch nicht fachlich, sondern eher polemisch, dann was abgesondert. Und man hat den Eindruck, das wären die offiziellen Sprecher irgendeiner Joomla-Organisation. Und das ist es eben nicht. Aber trotzdem nervt es ja irgendwie, also wie man sich da so präsentiert. Ja. Ja, das hat jeder, natürlich, aber ja. Keine Ahnung, wo ihr euch das abgeguckt habt. Was ist mit dem Punkt mangelnde Planbarkeit gemeint? Ich glaube, als wir das aufgeschrieben haben, war für uns so ein bisschen unsicher, wann welche Features wie im nächsten Release drin sind, dann wieder doch nicht. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gerade so ein bisschen hin und her. Ich glaube, das haben wir damit gemeint. Das ist es ja am Ende des Tages auch immer noch. Ne? Ja, natürlich. Wir haben eine Roadmap und da stehen auch Daten dran, aber ich kann mich an keinen Joomla-Release erinnern, das zum erwarteten Zeitpunkt mit den erwarteten Features gekommen ist. Hat wahrscheinlich auch jedes System, aber... Ist das wichtig? Wie bitte? Ist das wichtig? Ich finde schon. Das ist eine Frage der Außenwirkung. Wenn du einem Kunden sagst... Ja. Also du hast ja Anfragen, wie ist denn die weitere Entwicklung? Du sagst ja, mit der nächsten Version, die kommt wahrscheinlich im Herbst, kommt dann das und das Feature. Ja. Und dann spricht sich der Kunde nächsten Jahr im Sommer darauf an, erstens ist die Version noch nicht raus und zweitens weiß er, dass das Feature nicht gekommen ist. Genau. Oder ein Punkt ist eben auch zu sagen, der Kunde fragt dann, wie lange gibt es denn noch zum dabei? Und dann kannst du nicht sagen 2018, 2019, 2020. Ja. Also du hast keinen Plan. Also keine Planungssicherheit in der... Ja. Oder du machst einen Wartungsvertrag, der fragt dich, wie viele Updates brauche ich pro Jahr? Jo. Ja, also... Wer ist das? Angeber. Ja, ja, natürlich. Ja. Es gibt Systeme, wo du zum Beispiel bei einem Drupal weißt du, wenn es ein Sicherheitsupdate gibt, dann gibt es das am ersten Dienstag eines Monats. Weil das ist deren Sicherheitsupdate-Release-Fenster. Ja. Und es muss schon wirklich Heugabeln regnen, damit es außerhalb dieses Fensters was passiert. Und so kannst du als Dienstleister planen, du kannst mit deinem Kunden kommunizieren und sagen, wenn es eine Downtime gibt, dann und da. Aber so einen Tag, so einen festen Tag, das kann man ja schon auch steuern, oder? Ne, das hat ja Robert auch... genau, punktuell sind da ja auch Sachen, die gefixt werden. Aber es ist schon so, dass für den Anspruch der Professionalität, den wir nach außen hin kommunizieren, Joomla schon relativ schlecht planbar ist im Vergleich zu anderen Systemen. Also das Einzige, was ich jetzt was mich persönlich da ein bisschen gestört hat in letzter Zeit, war das, dass im Update sofort wieder im Update nachgeschoben wurde. Ja. Das fand ich jetzt, das war für mich persönlich jetzt. Genau. Und das ist, glaube ich, auch alle, die das irgendwie verfolgt haben und da nicht so drinstecken, für die ist es so wahrgenommen worden, als wäre da was mit heißer Nadel gestrickt worden und man hätte da noch was vergessen. Also ja. Also ich kommuniziere ja, wenn ich jetzt Updates fahre, also die Updates fahre ich ja sofort, ja. Und dann kommuniziere ich das an meine Kunden. Und dieses Update nach dem Update, das habe ich dann immer verschoben. Dann habe ich die Kunden, also später, ich habe das Update gefahren, aber habe sehr spät informiert, dass ich abgedatet habe. Also wenn es keine sicherheitsrelevanten Updates sind, dann warte ich auch gerne mal, wie die Reaktion so ist. Wir verlieren also, uns gerade in der Politik- genau, Diskussion. Ja, wir wollen ja eigentlich genau, auf andere Ebene. Ja, zu dieser SWOT-Analyse gehören eben auch die Chancen. Und da sehen wir ja, dass Joomla Riesenchancen hat, nämlich gerade für diesen Bereich Extension-Entwicklung. Das ist eben deswegen ja auch unser Slogan, die Plattform. Da sehen wir eben die Chance und auch in der Professionalisierung dieses Ökosystem Joomla irgendwie zu stärken. Also durch diese Erweiterung und durch professionelle Erweiterung eben auch so interessant zu machen, dass eben Joomla die erste Wahl ist bei einer Auswahl von CMS-Systemen. Und im Prinzip sind das alles mehr oder weniger in die Richtung die Punkte.
Joomla X haben wir mal so aufgeschrieben, sehen wir als Chance für den nächsten großen Sprung. Ob das so kommt, wissen wir nicht, aber das ist im Moment oder war im Juli so unsere, unsere Erwartung. Die nächste große, wo dann auch vielleicht nochmal ein Schnitt gemacht wird und wo man. Hat nichts mit 4 zu tun, oder? Nee, 4 ist eben raus. Das war mal 4, glaube ich, ne? Das war mal 4. Das war keiner die Nummer deswegen X. Genau. Weil da eben auch so große Umbrüche irgendwie stattfinden sollen, werden, weiß man nicht, dass man sagt, das schieben wir mal irgendwie in die Zukunft. Ich vermute, dass man immer wieder mal Teile aus diesem Projekt X herausnimmt und das so langsam machen wird. So vermute ich. Vielleicht gibt es auch gar nichts und es ist einfach nur mal so ein Prototyp, mit dem man, man weiß es nicht. Also da gibt es ja eine Session zu heute nochmal von Nils Bacik. Mal schauen, also in welche Richtung das geht. Aber zumindest haben wir das Gefühl, dass das nochmal so ein Step wäre, wo man auch fürs Marketing einfach nochmal nach außen tragen kann. Hier hat sich jetzt richtig was getan und wir sind jetzt irgendwie wirklich vorne dabei und und wo sehen wir Bedrohung, ist eben ja, unser immer kleiner werdender Marktanteil. Und wenn wir also weil eben auch die Extensions sozusagen das Herz des Ganzen sind, wovon eben Joomla lebt, dass wir wirklich tolle professionelle Erweiterungen haben, dann ist natürlich so ein kleiner werdender Marktanteil eine echte Bedrohung, weil ein Extension-Entwickler natürlich dann Joomla nicht mehr als großen Markt sieht. Diese Versionitis, ja, da gibt es bestimmt frustrierte User, die sagen, oh, schon wieder ein Update, das tue ich mir nicht an. Ich gehe auf ein System, wo ich das besser planen kann, wo es keine großen Überraschungen gibt. Gefahr der Spaltung gab es ja mal und gibt es wahrscheinlich immer. Weiß nicht, ob das jetzt so die ganz große Bedrohung ist. Und aktuell sehe ich eher nicht so, also ich persönlich haben wir aber trotzdem mit reingenommen. Und ja, die letzten beiden Punkte passen so ein bisschen zusammen, dass wir irgendwie da so das Gefühl haben, ja, es gibt immer mal ein Update, aber so die großen Umbrüche, technologischen Neuerungen, das passiert nicht. Also irgendwie hat man so das Gefühl, das könnte eine Bedrohung sein, wenn da nicht was passiert, dass man irgendwann mal nach hinten durchgereicht wird. Und dann haben wir uns überlegt, was sind denn eigentlich die Strategien oder was ist die Lehre daraus? Wie gehen wir vor fürs Marketing? Und zusammen mit den Personas, mit den Zielgruppenclustern und mit den Ergebnissen aus dieser SWOT-Analyse sind wir an dem Tag eben dahin gekommen, dass wir sagen, wir müssen einfach präsenter werden auf Fachevents und in der Fachpresse. Zum zweiten Punkt, den klammere ich jetzt erstmal aus. Der dritte Punkt ist durchaus kontrovers. Ja, Förderung der Kommerzialisierung. Da gibt es sicher auch Meinungen, die sagen, Open Source und Kommerzialisierung ist ein schwieriges Thema. Können wir ja gleich mal drüber diskutieren. Und wir wollen eben weg von diesem Image, Joomla ist einfach, sondern Joomla ist flexibel. Das ist eben die große, der große Vorteil des Systems. Ihr kriegt ein Werkzeug und mit dem Werkzeug könnt ihr großartige Dinge machen. Das ist das, was wir nach außen tragen wollen. Dienstleisterverzeichnis haben wir ja. Community präsenter und präsentieren und Stärken aufzeigen. Also auch dieses Marketing-Argument Community noch stärker nach außen tragen. Dass man wirklich, dass man die Jux hat, dass man hier so was hat wie ein Joomla Day, dass man sowas hat wie diese Facebook-Seite, wo man sich da hinwenden kann. Das sind ja alles Werkzeuge, um nach außen zu zeigen, da stehen Leute hinter, da stehen Leute hinter, die sich gegenseitig helfen. Offline-Werbung haben wir da mal so rein. Wie bitte? Was? Ein Punkt oder das bis... Nein, das ignorieren einfach. Weiß ich nicht. Kann mich gar nicht erinnern. Ja, und bessere Vermarktung von Funktionen. Es hilft ja nichts, immer zu sagen, ja, Joomla ist toll und Joomla ist, sondern wirklich ganz gezielt bestimmte Funktionen aus Joomla rausgreifen und die dann eben nach außen auch besser vermarkten.
Zweiter Punkt, Bündnis für Joomla-Agenturen. Ganz großes Thema und da würde ich gerne einsteigen, irgendwie in die Diskussion und ein bisschen was sammeln. Ich habe ein bisschen was gesammelt, würde es aber erstmal noch ein bisschen bedeckt halten, würde gerne mal hören, wie ihr denkt, wer ist Agenturinhaber, wer hat eine eigene Agentur? Okay, ist doch also die Mehrheit, können wir ja mitreden. Was würdet ihr erwarten, würde es Sinn machen, so in die Richtung? Da würde ich gerne mal sammeln. Also wofür sollte es ein Bündnis für Agenturen geben und wenn ja, in welcher Form? Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ja, also meiner Meinung nach absolut wichtig, greift auch das auf, was David vorhin in der Keynote gesagt hat, dass doch die meisten Dienstleister bis dato Einzelkämpfer sind und wir als Einzelkämpfer einfach nicht in der Lage sind, größer skalierte Aufträge alleine umzusetzen. Man behilft sich dann mit einem mittlerweile gut funktionierenden Netzwerk, aber natürlich, wenn man nach außen kommunizieren könnte in Form eines Bündnisses, ich denke da immer an ein virtuelles Netzwerk oder sowas, was man dann wirklich aber auch auf einer Plattform kommuniziert. Die Idee war ja vor Jahren schon mal im Raum, ist dann leider wieder vom Schirm. In die Richtung denken ja mittlerweile auch viele, dass man sich gemeinsam aufstellt, um somit einem Interessenten auch kommunizieren zu können, dass man in der Lage ist, größere Aufträge mit größerem Umfang gemeinsam abzudecken. Das war so die Grundüberlegung. Also würde ich als Hauptargument sehen, also tatsächlich im kommerziellen Bereich, okay, ganz klar, ja, um an größere Aufträge zu kommen, um an professionellere Aufträge zu kommen und weg von, ich sag jetzt mal überspitzt, vom Blumenladen um die Ecke, der irgendwie für 500 Euro oder für 300 Euro eine Website haben will. Okay. Ja. Frank? Ja, es ist auch, es muss auch dazu gehen, dass mehr Leute damit einfach Geld verdienen können. Also jetzt meine ich jetzt auch im Sinne von, ich merke das jetzt mit einem Angestellten, wie viel mehr Zeit eigentlich bleibt, sozusagen, um auch Sachen besser planen zu können und Sachen machen zu können. Bloß man muss den eben halt auch dementsprechend gut auslasten können. Und dazu gehört eben halt auch, dass die Leute sagen, Mensch, das Projekt, das mache ich mit Joomla und nicht dann gleich woanders hinsuchen, weil die sich gar nicht bewusst sind, dass es mit Joomla eben halt auch gut umgesetzt werden kann. 2 Euro. Ja, genau, 2 Euro. Okay, aber dann geht das ja so ein bisschen in die ähnliche Richtung von Alex, ne? Also dass ihr das, als Akquise-Plattform oder, ne? Was ich meine, was das gibt uns die Möglichkeit, eben halt auch mehr Leute eben halt in Lohn und vernünftig Brot zu bringen. Also ja, das gibt es nicht nur Geld, sondern auch echten sozialen Aspekt dabei. Ufuk? Das ist jetzt nicht meine Idee, hat irgendwer gesagt, hier auf dem Hunderweg, vielleicht ist er mit dabei, eine Form der Genossenschaft wurde einfach nur mal so geworfen, ja, das war es auch schon. Okay. Also eine Genossenschaft, wo man sich einkauft, okay, wo man sich da so irgendwie organisiert. Okay, also ein richtiges, ich sag mal auch strukturell, organisatorisch ein, genau, wo es auch echtes Bündnis gibt, der quasi Sekretärfunktion und Geschäftsführerfunktion hat, der auch dafür bezahlt wird, keine Ahnung was, und der, wo man einen Haufen hat, wo man Aufträge vielleicht hingeben kann, die als Genossenschaft abarbeitet, die Gewinne werden verbleibender Genossenschaft, und was hat der? Ja, und dass man dann zum Beispiel auch mal Joomla mit einem Entwickler für ein Jahr sponsert oder sowas und sagt, hier, wir kaufen uns einen Entwickler, geben ihm 50.000 Euro und er macht nichts anderes oder so. Oder guck mal eine andere Sache, stell mal vor, wir würden alle zusammentun und unsere ganzen Domänen sozusagen gebündelt wollen. Könnten wir für Menschen auch noch ganz andere Preise wollen. Nur mal. Ja, wobei das ist jetzt, ja, na gut, der ist ja eben nicht hier, schade eigentlich, der hätte das, ja. Okay. Ich weiß nicht, aber ist zum Beispiel ein Thema Ausbildung, Qualifikation für euch selbst oder für die Mitarbeiter, wäre das was, wofür es sich lohnt, in so ein Bündnis beizutreten? Oder? Ja, das absolut. Sonst, wenn du jetzt jemanden suchst, wo kriegst du dann eben mal einen qualifizierten Typen her für Joomla? Die meisten kennst du doch eh schon per Anschlag, ne? Also wo kommen neue her? Da glaube ich, da ist, sorry, wenn ich dazwischen kretsche, da sehe ich den wirklichen Vorteil eines kommerziell angelegten Bündnisses. Es gibt noch viel mehr Agenturen. Ja. Wir sind nur die bekloppte Spitze auf dem kommerziellen Eisberg, weil wir wirklich denken, man müsste auch was mit der Community machen. Der normale Mensch, der normale Agenturbetreiber wird seine Schäfchen im Trockenen haben und sein Ferrari fahren.
Das ist dem völlig egal, was mit der Community passiert. Man kann damit einen Ferrari fahren. Jawohl. Wenn du das noch nicht machst, machst du was falsch. Ich glaube, du mit einer anderen Ausrichtung kannst du die auch mal eher dafür begeistern und bekommst einen ganz anderen Kontakt. Ja, okay. Ich finde auch, dass ein Verband eben allein durch die Ausstrahlung den Blick auf Joomla ändern könnte. Also obwohl es ein Verband abseits kommerziell ist, trotzdem dem Joomla-Projekt einen professionellen Anschliff verpassen würde. Allein, dass es schon existiert, ist ein Wert an sich, würde ich mir denken können. Und die zweite Sache ist, das ist an die Agenturen hier gerichtet, man muss sich klar sein, dass man einen gewissen Teil seiner Marge wahrscheinlich diesem Verband opfern muss, in Form von Zeit und Geld. Und wie hoch dieser Anteil ist, das muss man sich dann auch überlegen. Ja. Wird es jetzt 1%, 10%, wie organisiert man das und solche Sachen? Deswegen, ja. Der größte Vorteil für so ein Bündnis, was ich sehe, ist, die Agenturen haben den riesen Vorteil, die haben den Kontakt zu den Kunden. Und die kriegen im Prinzip die Anforderungen, Verbesserungsvorschläge etc. ja durch den Endkunden direkt mit. Also entweder durch Beschwerden, durch Glückwünsche, Umarmung, was auch immer. Und die müssten eigentlich, auch dieses Bündnis müsste eigentlich die Weiterentwicklung dieses Streamer-Frameworks aktiv mittreiben. Das heißt, dass nicht die Entwickler, ich sage es jetzt mal überspitzt, in den Kämmerchen sitzen und ihr Ding machen, sondern wirklich vom Markt quasi das Feedback bekommen. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht der größte Vorteil. Aber hast du Zeit dafür? Also das ist es ja. Seid ihr bereit dafür? Habt ihr Zeit dafür? Ja. 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 Das ist ja auch mal ein ganz anderer Aspekt, wenn du sagst, du bist in einem Netzwerk mit 100 Agenturen, jeder schmeißt einen 100er im Monat in die Mitte, dann kaufst du dir jemanden, der das macht. Ja. Da gibt es dann keine Diskussion mehr, ob man das jetzt, wer kriegt das Geld und nicht, da muss man professionell werden. Auch wir müssen das werden und nicht so Ellenbogen und so. Ne? Ja. Ich könnte das eventuell auch als Gelegenheit nutzen, um gewisse Mindeststandards, sage ich mal, überhaupt zu kommunizieren, dass du sagst, okay, wer jetzt hier ein Joomla-Verband ist oder ein kommerzieller Joomla-Verband, da kannst du dich wenigstens darauf verlassen, dass er Joomla richtig aussprechen kann. Mindeststandard. Das ist der erste Mindeststandard. Okay, aber das super. Du machst auch keine Witze über jemanden, der mit einem gebrochenen Bein da irgendwie herum will. Aber das wäre sowas, also das wäre sowas wie das Dienstleisterverzeichnis, was wir haben, nur in Qualität. Halt und da verpflichtet und bei Qualitätsgesichtspunkt eben halt auch. Ja, Uwe. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn der Verband in der Kommunikation zu den Agenturen sowie zu den Kunden angenommen, wir haben ein Kundenverzeichnis als Verband und verschicken jedes Jahr als Joomla Weihnachtsgrüße. Oder wir haben unsere Marketingmaterial, jeder Kunde von uns, der im Verband ist, kriegt dieses Marketingbroschüre zu Joomla geschickt und so weiter. Wir können da eine andere Form, weil wir selber, also dieser Gedanke schwebt da jedem im Kopf, mal Marketingmaterial zu haben, dem Kunden das mitgeben zu können. Wir machen das nicht. Das ist eventuell gar nicht so doof. Besonders könntest du das dann eventuell auch sozusagen das gleiche Material, aber jetzt auf die Agentur personalisiert. Genau, also die Agentur könnte zum Beispiel ein Marketingmaterial bestellen und als Verband könnte man wirklich auch so Weihnachtsgrüße, Geburtstagsgrüße, irgendwas, deine Seite hat Geburtstag, Postkarten organisieren und eine Kundenbeziehung aufbauen, die wir alleine nicht schaffen in der Form. Ja? Robert, siehst du eine Konkurrenz? Mal angenommen, wir spielen mal rum, ne? Joomla-Verband, irgendwas Kommerzielles, was für eine Organisationsform auch immer. Und die treten jetzt irgendwie auf und bieten eigene Veranstaltungen an, bieten Trainings an, Workshops für die Verbandsmitglieder, aber auch nach außen. Ist das eine Konkurrenz für einen Verein? Weil das gibt es ja hier. Also da findet ja was statt, was neben der Community stattfindet. Ist das eine Konkurrenz? Ist das ein richtiger Ansatz? Oder? Was ist das Ziel von, wenn man jetzt nochmal zurückgucken, wo wir diesen Verein auch gegründet haben, dann haben wir einer gegründet, um damit die Veranstaltung zu machen. Das war im Grunde genommen der Gründungsgedanke damals, einen rechtlichen Rahmen für diese Veranstaltungsklamotten zu haben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen größer geworden, wir machen natürlich schon mehr, aber ich sehe da nicht wirklich eine Konkurrenz drin, ehrlich. Also, vor allen Dingen, ein Verein hat ja immer einen gemeinnützigen Zweck. Nee, das ist nicht richtig. Dazu gab es. Ja, aber hat immer einen gemeinschaftlichen Zweck. So, vielleicht zwei Kinder. Ja. Genau. So, und dieses Bündnis sehe ich eher als kommerziellen Aspekt, sozusagen für die einzelnen Agenturen auch einen gewissen kommerziellen Vorteil einfach auszustatten.
am Ende sind die Agenturen einfach ein Wirtschaftsunternehmen, das überleben muss. Wie auch immer. Jetzt habt ihr ja mal gesagt, also es ging ja in die Richtung, was würdet ihr erwarten, also was wollt ihr rausziehen aus dem Bündnis? Und du hast auch was gesagt, was du geben würdest. Ja. Was sind denn noch Themen, die ihr erwarten würdet, außer mehr Aufträge, außer irgendwie das Gefühl, einer unter mehreren zu sein? Das ist jetzt blöder, aber ein gewisses Maß an Lobbyarbeit, sage ich mal, eben halt auch eventuell Jobler-Projekte für offiziellen Stellen, sage ich mal, gepusht werden, um, sage ich mal, irgendwelche staatliche Sachen umzusetzen, Schulsachen umzusetzen, eventuell generelle Schulungen des Systems an Schulen etc. Also, dass da eventuell auch ein bisschen was gemacht wird. André, ja? Mir gefällt die Begrifflichkeit einfach einer Joomla-Agentur. Das Agentur würde ich gerne streichen. Da gehören Freelancer dazu, da gehören Entwickler dazu, da gehören Grafikdesigner dazu. Nenn es Professionals, oder? Ja, ne? Das Agentur gefällt mir ja einfach, weil es so eingegrenzt ist. Ja. Ja, also gut, also ich sag mal, das ist so ein Arbeitstitel. Ich würde Rechtssicherheit zum Beispiel, wenn man sagt, man hat einen Verband Anwalt. Ja, Internetrecht. Ja, okay. Cool. Ja, okay. Sowas würde uns helfen. Oder ja. Das wäre auch ein echter finanzieller Vorteil, oder auch zum Beispiel gewisse Wartungsverträge oder sowas einmal vom Profi wirklich durchgegangen werden und dann eben halt auch klar sind, welche Konsequenzen und so weiter damit verbunden sind. Wenn, sag ich mal, was auf dem Papier steht und was nachher bei Gericht rauskommt, das kann dann. Ja, so Audits, also Recht Audit und keine Ahnung, wenn man einen Shop hat, mal auf Rechtssicherheit prüfen lassen durch einen eigenen Anwalt und so. Also dahinter steht ja, dass man auch selber eine andere oder eine höhere Qualität anbieten kann nach außen. Ja, genau. Okay. Oder also es gibt ja auch Verbandsversicherungen, also die Architekten haben sowas, glaube ich, Ärzte haben sowas, die wirklich in den Topf Geld reinwerfen und für den Fall der Fälle dann auch unterstützt werden durch diese Versicherung. Ja. Sowas, also schon Rechtsschutz auch. Ja, so den Internetrechtsschutz im Verband. Das müsste ja noch nicht mal auf das Thema Recht beschränken, der Vorteil, der entsteht, wenn mehrere Leute zusammentun. Was weiß ich, geht hin und handelt bei MyJoomla einen Verbandsrabatt aus. Sagst du, MyJoomla, wenn du uns für Verbandsmitglieder 30% Rabatt einräufst, dann kannst du sicher sein, hast du übermorgen 100 neue Kunden und die gehen nicht zu Watchfund. Oder beim Hosting. Oder beim Hosting oder zu Useam oder was weiß ich was. Geh noch einen Schritt weiter, geh sogar auf die Fahrzeuge ein, was ich hier verbinden. Ja. Also es geht wirklich ganz tief. Marc, du hast auch noch. Nee, ich. Okay. André sagt das gleiche, was ich auch sage. Okay. Gerald, ihr habt einen Verband. Ja, wobei Verband ist halt. Ist das ein anderes Wort für Verein bei euch oder ist es mehr? Also es ist im Prinzip eine Dachorganisation. Das ist, weil die Schweiz doch nicht so wahnsinnig groß ist, haben wir gesagt, wir machen. Drei Vereine. Das ist das dritte. Nur zwei. Wobei der zweite aus im Prinzip aus uns hervorgegangen ist, weil er sich halt anderes Thema. J-Drama. Genau, aber Gossip. Absolutes Drama. das Ganze ist gegründet worden eigentlich, um eine große Job zu gründen eigentlich, weil halt gesagt, es ist alles Raum Zürich, mehr oder weniger Raum Zürich. Da hat es sich konzentriert und wir haben einfach einen Joomla-Verband, warum wir es denn damals Verband genannt haben, keine Ahnung. Es ist nichts anderes. Wir bauen halt, haben wir jetzt daraus aufgrund der Situation bei Joomla oder von OSM und wer was darf und überhaupt, haben wir halt die Chucks unten drunter aufgebaut. Ähnlich wie die Lieder das gemacht haben. Wir haben ja auch eine Dachorganisation von ihrer Website und sind dann unten drunter entsprechend auch aufgeklärt. Es hat rechtlich keine Bedeutung, es ist ein Verein. Okay. Heißt halt Verband. Okay. Aber ihr macht ja ein bisschen mehr. Ja, wir machen halt die klassischen Jucks, wie sie jetzt hier ist, dass du dich einfach locker zusammensetzt und triffst, das haben wir eigentlich weniger. Wir haben immer themenorientiert. Okay. Fast, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Jetzt kommt ein bisschen, dass wir sagen, wir machen offene Treffen machen, einfach wo einfach Q&A-Sessions eigentlich drin sind. Aber bisher haben wir haben Workshops gemacht, wir hatten jetzt Anfang des Jahres war David da, in zwei Wochen bist du da. Letztes Jahr war ein Teil, weiß ich jetzt gar nicht. Wir haben mal zu Sapeblock was gemacht,
Hagen Graf war vor einigen Jahren da. Also immer so, okay. Tagesveranstaltungen und haben halt dann auch Abendsveranstaltungen, wo dann auch normalerweise, was wir vorhin im Session vorher hatten, wo wir dann in der Juke Session, wo wir dann sagen, okay, wir haben jetzt ein Thema, sei es Formulargeneratoren oder sei es JGC, was auch immer, wo einer was präsentiert wird und dann auch Diskussionen gibt. Aber ihr habt das nicht sowas wie einen Verbandsanwalt, nein, bietet nein, zum Service? Gar nichts. Wir haben zwar jetzt die Idee, ist auch nur ein Thema, dass man sagt, man macht einfach im Prinzip, ich nenne es mal als Arbeitszeit-Chuck-Agenturen, okay. Dass man einfach sagt, die wirklich professionell als Agentur arbeiten, dass die mal in einem Meeting haben, sich zusammensetzen und zu sagen, okay, welche Themen betreffen uns eigentlich, die den Feldwald- und Wiesen-Joomla-User-Entwickler eigentlich nicht betrifft. Okay. Das ist einfach mal so, um einfach da auch mehr Know-how zusammenzubringen. Aber hat mit dem Verband jetzt wie der Form einfach überhaupt nichts zu tun. Okay. Das ist Danke. Ich würde mir auch wünschen, dass man auch intern Problemagenturen oder Problemanbieter, also nicht dieses Wischiwaschi, wie wir das immer untereinander so erfahren, dass man wirklich in diese Professionalisierung auch geht und auch versucht, ein gewisses Niveau zu halten. Ja, in welcher Form auch immer, das wird schwierig, dass man auch also Prozesse hat, die nicht behindert sind, sondern fördern irgendwie. Also, dass wenn man mal jemanden hat, der vielleicht den Verband scheiße leitet, den man da mal wegkicken kann, und so, dass da wirklich vernünftige Prozesse sind und dass wir nicht so an einen Punkt kommen, wo wir dann aus Nettigkeit wieder in so eine Sackgasse reinkommen, okay. Oder sowas, ja, und uns behindern, weil der eine sagt, ja, jetzt hat er den Auftrag bekommen, solche Klüngeleien sollten da irgendwie unterbunden werden. Ja, aber sollte der Verband sowas regeln? Also wie Aufträge vergeben werden? Das ist nur eine Idee. Nee, ich frage, also ich meine... Das, was bei UFUG so rausklingt, ist ja ein Verein ohne Vereinsmeierei. Ja, ja, nicht also nur. Also, wie gibt es das? Nee, es gibt doch keine Vereinsmeierei. Ja, aber Prozesse vielleicht oder so. Ja, okay. Das ist auch endlich MyHammer.de, wo sozusagen völlig gegenseitig unterbieten auf guter Mindestlösung. Nee, genau. Also unser Ziel muss es sein, eben halt eine höhere Qualität zu einem höheren Preis zu erwirtschaften für alle. Im Grunde genommen muss man eigentlich sowas machen, was jetzt über die Zertifizierung im Grunde genommen läuft. Man könnte dann sich vorstellen, das ist einfach ins Blaue gedacht, dass du gewisse Kriterien machst und dafür kannst du dann ein Zertifikat, Label, was auch immer vergeben. Ja, oder du nutzt es einfach, die bestehende Zertifizierung, und sagst, das ist so ein Mindestmaß an Dingen, die man mitbringen muss. Also ja, gut, das ist klar. Ohne jetzt das zu bewerten, ob das ausreichend ist oder nicht. Aber ja, in diesem Bereich ist es. Oder du kannst schon Richtlinien aufstellen eines Verbandes, um einfach klar zu sagen, wer kommt rein, wer kommt nicht rein. Ja, das fände ich sogar relativ wichtig. Sonst kreuzt und fleucht alles rum und dann verbesserst du den Qualitätsanspruch. Ich habe nochmal so ein bisschen, also ich habe ja auch so ein bisschen nachgedacht, was und ich meine, diese jährliche Sponsorsuche, ich weiß nicht, wie aufreibend, nervenaufreibend das ist. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Ansatz, dass man, UFO, du hast irgendwann gesagt, ja, vielleicht muss so ein Unternehmen auch mal einfach 1% irgendwie abgeben. Drei. Ja, ist ja egal. So, geht nicht um den Betrag, aber vielleicht dreht man es einfach nochmal und sagt, die Unternehmen, die sich da irgendwie zusammenschließen in der Form von Verband, die sind einfach verpflichtet, das hier zu sponsern. Also ich bin der festen Überzeugung, dass ein Verband ohne Kohle das auch nicht schaffen wird. Also ja. Da muss halt wirklich Geld sein, wo man auch wirklich Fachkräfte kauft, die sich um den Verband kümmern, ja. Wo man die auch bezahlt. Das kostet dann vielleicht 100.000 im Jahr. Ja. Keine Ahnung, das Geld muss zusammenkommen. Ja, aber ich denke immer so ein bisschen daran, dass es nicht so dieses Verband und Community oder Verband und Verein gibt irgendwie. Also da sehe ich nochmal irgendwie so eine Chance, dass man vielleicht so einen Verband, wie auch immer. Was ja auch möglich wäre, dass der Verband eben halt die Team halt auch mit sponsort hier. Wollte ich auch sagen, selber sponsoriert. Genau. Das sollte dann schon sein. Ich war schon zu weit. Genau, also was? Die ganze Zeit habe ich so ein Huhn- und Ei-Problem in meinem Kopf, wo ich das irgendwie nicht gelöst bekomme. Weil der Verband muss ja eine bestimmte attraktiv für Agenturen oder für irgendjemand, was auch immer, für X sein, da reinzugehen. Ja. Das ist ja erstmal
die Attraktivität natürlich hinzubekommen, muss man ja vorarbeiten. Also, das ist die Frage, wie geht man da am geschicktesten vor? Wie macht man quasi aus der Notwendigkeit attraktiv für jemanden zu sein, da reinzugehen, aber quasi gar keine Ressourcen hat, Attraktivität herzustellen? Wie kriegt man das jetzt quasi gelöst? Also wie kriegt man dieses Ding quasi gestartet? Also da bin ich doch total unschlüssig, wie man das am geschicktesten macht, um das eben auch in einer entsprechenden zeitlichen Abfolge auch irgendwann mal hinzubekommen. Ja, und das ist eben nicht zwischendurch verkümmert oder so. Genau. Ja. Ich hätte da so eine Anregung. Es gibt ja noch dieses Jahr, wann nochmal? Moment, ich gucke es nach. Was suchst du? Die World Conference. Schaffe ich nicht. Bitte? Vom 18. bis zum 20. November gibt es ein Event mit dem Arbeitstitel Jay Hütte. Wir haben damit dieses Jahr mal angefangen, ne? Im März oder sowas. Haben uns mitten in der hessischen Pampa so ein Airbnb großes gemietet. Total abgerockt, aber war völlig egal. Und haben uns da ein Wochenende ohne festes Programm zusammengesetzt. Und da ist ein sehr guter Austausch zustande gekommen. Und gewollt oder ungewollt, kann man drehen, wie man will, waren da eigentlich nur Leute mit einem kommerziellen Background. Und ich könnte mir vorstellen, dass es clever wäre, diesen ohnehin schon bestehenden Termin, inklusive das ohnehin schon gemietete Haus, dafür zu verwenden, dieses Thema Verband mal weiterzudenken. Weil das braucht noch viel Zeit und Gehirnschmalz. Das ist diesen November, 18. bis 20. November in Willingen. Willingen im Sauerland. Scheiße. Übrigens, wir haben noch 5 freie Plätze mit einem Einzelbett. Das ist jetzt offiziell Werbung. Wir haben da ein Google-Dokument. Wer da eingetragen möchte, kann sich bei mir melden. Genau. Und wir haben insgesamt 22 Betten, aber die letzten 4 Betten sind halt Kuschelbetten. Da muss man dann. Das ist ein Doppelbett. Das teilt man sich dann mit UFO. Ich habe mich als erstes eingetragen. Ja, ja. Ja, also wer da Interesse hat an diesem Bündnis, in welcher Form auch immer, und das noch weiter zu diskutieren, das wäre tatsächlich mal, dann wendet euch an UFUG, der trägt euch da in diese Google-Liste ein. UFUG, ich melde mich hiermit. Du bist ja schon. Bin ich schon, aber mit 90% hast du dich eingefangen. Jetzt 100%. Aber Robert nochmal, ne, weiter irgendwie. Jetzt sind wir schon wieder bei Hütte und so, aber wahrscheinlich bleibt da kein anderer Weg, als mit eine Handvoll Überzeugungstäter zu starten. Das passt aber auch. Und damit eine Qualität, irgendwas, ne, irgendwie zu starten, irgendwie eine Qualität herzustellen, irgendwie Vorteile rauszuarbeiten und dann darauf zu hoffen, dass dadurch eben noch neue nachkommen. Ich glaube, wenn so ein Startschuss gelingt und entsprechendes Marketing gemacht wird und das nach außen, dann wird es auch wahrscheinlich, also ich glaube fast, dass das irgendwann mal ein Selbstläufer wird, dass man da rein will eigentlich als Dienstleister. Vielleicht nehme ich da den Mund zu voll, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das... Also ich habe noch mal so überlegt, was eigentlich so in der Vergangenheit, was so richtig für Aufruhr, oder Aufruhr ist das falsche Wort, aber was so positive Wahrnehmung noch mal war in Sachen Joomla. Und da ist mir irgendwie dieses Buch von Jisse eingefallen. Das war ja irgendwie noch mal so eine... Das war nochmal was anderes. Das gab es zwar vorher auch, dass jemand ein Buch veröffentlicht hat, aber dieses Buch von Jisse hat ja nochmal irgendwie was bewegt. So. Und ich habe mir gedacht, das lebt eigentlich doch davon, dass es immer so Highlights gibt. Irgendwie. Auch so ein Joomla-Projekt irgendwie. Und vielleicht wäre es auch nochmal ein Ansatz zu sagen, wer auch immer danach hierbei ist in diesem Verband, und ob das alle machen oder nur ein Teil, aber dass man sagt, wir entwickeln auch mal Extensions. Also so richtig geile Extensions, die irgendwie, wo alle drauf gewartet haben. Und die vermarkten wir irgendwie als Verband, ja. Aber dann würde das auch diesem Joomla-Projekt nochmal irgendwie wieder was Gutes tun. Und natürlich auch Kommerzialisierung. Also es wäre so 2 Fliegen mit einer Klappe so ein bisschen geschlagen. Ich weiß nicht, was ihr darüber denkt oder andere Kommentare nochmal. Wer war zuerst? Ich weiß es nicht. Deswegen abmachen. Selbst läuft vielleicht immer vorsichtig. Das heißt, es muss man schon wirklich auch einen organisatorischen Griff legen. Das heißt, da muss man noch viel drüber reden, wie man das hinbekommt. Aber bei Selbstläufen bin ich immer wahnsinnig vorsichtig. Ich meine, Selbstläufer im Sinne von, dass das Ding nach außen attraktiv wird, dass wir das von innen bewirtschaften müssen. Das ist ganz klar. Eher Erfolg zu haben. Genau, das ist ja. Dazu, ich finde, es ist genau die richtige Zeit für sowas. Weil ohne schon irgendwas zu haben, sind einige von uns Feuer und Flamme für die Idee. Weil es ergibt irgendwie Sinn. Wir können es noch nicht erklären, wir überlegen ja, aber es ergibt Sinn. Das ist zum einen, und zum anderen
Jetzt habe ich meine ursprüngliche Frage vergessen. Ist auch egal. Macht nichts, war ja. Vielleicht wird es mir an. Okay. Weil das Thema ist ja, das Thema ist ja so alt wie Joomla ist. Ich habe das Ding schon 10-mal diskutiert. Das ist immer wieder, es kommt immer wieder raus und es ist immer wieder die Notwendigkeit gesehen, dass man irgendwie sowas hat. Dann sag doch mal, warum das nichts geworden ist. Also das wird ja, also warum 10-mal diskutiert und warum ist es nicht den nächsten Schritt? Warum ist das nicht passiert? Also ja, was denn letzten Endes doch irgendwie nicht den ja, weil es dann wahrscheinlich im Tagesgeschäft oder in dem ja, es fehlt sie quasi die kritische Masse. Sagen wir es mal so. Okay. Ja, es war immer wieder diskutiert und wir haben auch hier im Raum Leute, die auch in diesem Treffen dabei waren. Ne? Also das ist immer wieder diskutiert worden, aber es ist eben nie wirklich in diese rollende Phase reingekommen. Und ich glaube, das ist genau das Problem, dass wir eben die Grundattraktivität zu schaffen. Das ist das Hauptproblem. Okay. Also es waren keine anderen Hürden irgendwie, also dass die Leute nicht bereit waren, sich da irgendwie über ein Maß einzubringen. Das große Problem war, glaube ich, damals, eine der großen Probleme war die Gesellschaftsform, die richtige zu finden für so einen Verband. Ja, mit Haftung, mit Vorsicht, ich glaube, es kursieren hier gerade zwei verschiedene Ideen von Verband. Das eine ist die Idee, einen sehr engen Zusammenschluss zu haben, der selber Akquise betreibt und nach innen Projekte gibt. Das ist das, was du gerade ansprichst und wo die Gesellschaftsform eine spannende Frage ist und wo es tausend andere spannende Fragen gibt. Die andere Variante ist Verband im Sinne von Lobbyverband, von macht gute Arbeit, also was weiß ich, stellt uns als Einzelfirmen dar, betreibt ein Dienstleisterverzeichnis, aber nicht als wirtschaftlicher Zusammenschluss. Ja. Und auch, im Moment bewegen wir uns ja eher in die zweite Richtung. Ich glaube ja. Und ich sehe auch, ich habe es bisher so verstanden, auch nicht den Verband als aktiven Akquisetreibenden und dann Jobvermittlung für Agenturen, also oder Professionals oder. Ja, das war damals aber die Kundenidee und die haben wir. Ja, die Idee war, glaube ich, eher, wir gründen mal ein gemeinsames Unternehmen, oder? Ja. Also übertrieben gesagt, oder? Okay. Also bezüglich der Attraktivität würde ich mir auch vorstellen können, dass man das wie eine Entwicklung macht im Phasenfall. Wenn man eine gewisse Anzahl erreicht hat, dann kommt die Rechtsberatung dazu. Das kann man ja offen kommunizieren, dass man klein anfängt und dass mal. Also die Leute nimmt, die mit Herz dabei sein wollen, dann Basis aufbaut, wenn man dann die kritische Masse erreicht, nimmt man halt Rechtsberatung dazu, weil man die Mittel hat und so. Und das nächste ist, die Frage ist an dich, hast du mal recherchiert, wie das Potenzial überhaupt in Deutschland ist, wie viele Agenturen könnte man überhaupt ansprechen? So, gibt es dann Pi mal Daumenzahl? Schwierig. Reden von 100 oder 1000 oder 10.000? Es gibt ja kein Verzeichnis von Joomla-Agenturen. Also ich habe mal in Hamburg zum Beispiel recherchiert für die Jugend damals, habe ich glaube ich 150 Agenturen gefunden oder so, die Joomla angeboten haben. Ja, nicht nur rein Joomla. Ja. Also das kann ich, aber so eine Zahl haben wir nicht. Nee. Weil in Hamburg jetzt. Ja, nur in Hamburg. Nur in Hamburg. Da und UFO, nur einmal, um das mal kurz einzusortieren. Wir haben ja eben davon gesprochen, Verband, und da müsste eine bestimmte Qualität anbieten und so. Waren das seriöse, qualitativ hochwertige Agenturen oder waren das Photoshop, Philipp? Oder, weißt du? Das müsste recherchiert werden, um zu gucken, haben wir überhaupt Potenzial oder können wir diese Masse aufbauen? Und ja. Ich glaube, wir haben. Ich glaube auch. Also, David, sagt das so aus dem Bauch raus, ja? Oder sagst du das? Das sage ich aus der Überzeugung heraus. Es gibt in dieser Community. Es gibt in unserem Bereich der Webentwicklung so viele Leute, von denen wir nichts wissen, weil sie sich für Community nicht interessieren. Bestes Beispiel: Habt ihr den Vortrag von Markus Runter gesehen über Symfony und Joomla? Technisch. Relativ abgefahrenes Zeug. Und er hat im Nebensatz gesagt, ja, ich mache schon 10 Jahre Joomla und wir haben jetzt gerade so ein 50.000 Euro Projekt und wir sind hier in der Firma, sind wir 3 Inhaber und so viele Mitarbeiter. Und das ist jemand, den hast du nie gesehen. Und von denen, glaube ich, gibt es echt eimerweise. Die müssen einfach nur holen. Aber ich würde auch aus dem Bauch heraus sagen, wenn der Verband es schafft, irgendwie 500 Agenturen ranzubekommen, einfach aus dem Bauch heraus, dann ist das schon mal eine Zahl. So. Ne, da kann man mitleben. Wenn die im Jahr 1.000 Euro da lassen im Verband, ist auch gut. So, ne? Dann kann man da ordentlich mitarbeiten.
Also wäre der nächste Termin eigentlich auf der Hütte. Und das, ich glaube, es macht, oder? Ich glaube, es macht Sinn. Okay. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, dass man zumindest teilweise mal irgendwie per Skype oder Konferenz im Halbraum ein bisschen mit teilnehmen kann? Weil ich habe 3 Termine an den Tagen, also ich kann die mal nicht, aber könnte man zeitweise zumindest machen. Ich weiß gar nicht, ob wir, haben wir da WLAN? Ich weiß es nicht. Ich kenne die Versorgung. Ich mache mich nicht schwach. Wir haben WLAN, hoffentlich. Also okay. Auf gebrochenem Holländisch wurde mir das versichert, dass da gutes WLAN ist. Ich dachte, das ist in Hessen. Es ist in Hessen, aber die Anbieter sind toll. Ja, danke für den Austausch. Geht weiter.